Hallo liebe USK-Freunde, ich bin Peter von den USK-Buddies hier in Dortmund. Wetter war heute nicht ganz so prickelnd, deswegen haben wir uns entschlossen, mal ein Video hier in unserer Ausstellungshalle zu machen. Gibt euch auch gleichzeitig die Möglichkeit, mal links und rechts zu schauen, was wir sonst noch an Autos hier haben. Lasst euch nicht zu sehr ablenken, weil ich habe ein sensationelles Auto heute für euch hier. Ein 1967er Buick Skylark Special Deluxe, so heißt das Auto mit ganzem Namen. Special Deluxe deswegen, weil wir hier die viertürige Variante haben. Die Coupés hießen nur Skylark, die viertürige Variante heißt Special Deluxe. Das ist echt mal ein Auto für euch, die nicht nur damit mal am Wochenende zur Eisdiele fahren wollen oder mal zu einem USK-Treffen, kann man natürlich auch hervorragend damit, aber es eignet sich auch hervorragend, um dann nahezu alltäglich mit unterwegs zu sein. Das ist von den Abmessungen her längst nicht so groß wie viele andere Autos, die ihr hier bei uns seht und die ihr von uns gewohnt seid, sondern das ist eine Dimension, die dem europäischen Straßenverkehr entspricht und man somit ganz hervorragend da auch im Alltag mit unterwegs sein kann. Alltagstauglich sind diese Autos alle Male, zuverlässige Technik, V8 logischerweise, aber auch aufgrund des niedrigen Gewichtes und der niedrigen Abmessung gar nicht mal so ein Konsummonster, was unglaublich viel Sprit braucht. Da muss ich eh zu sagen, diese ganzen Horrorgeschichten von Fahrzeugen, amerikanischen Fahrzeugen, die 25 oder 30 Liter brauchen, das ist alles Blödsinn. Die Erfahrung zeigt, dass diese Autos, natürlich mit Unterschieden, aber im Stadtverkehr immer so um die 17, 18 Liter benötigen, weil man fährt halt auch deutlich entspannter damit. Das sind Cruiser-Autos und keine Heizer-Autos. Und wenn ich auf der Autobahn damit unterwegs bin, bei einer Reisegeschwindigkeit von ca. 120, dann reduziert sich der Verbrauch tatsächlich sogar auf 13 bis 14 Liter. Und ich finde, das ist total erträglich für sowas Tolles. Ja, wie gesagt, alltagstaugliches Auto in einer wunderschönen Farbkombination, gerade hier in der Seitenansicht. Dieses tolle Blau mit dem weißen Dach, dunkelblaue Innenausstattung, super schöne Räder drauf. Das Auto spricht mich unglaublich an, weil es halt wirklich so stylisch ist. 67 ist ja eh die Ära 67, 68, wo in meiner Empfindung, die Fahrzeuge ein besonderes Styling hatten, was mir persönlich sehr gut gefällt. Das ist so die Ära der Muscle Cars. Die Autos haben sehr schöne, kantige, sportliche Formen. Und wenn man sich hier den Grill ansieht, wisst ihr, glaube ich, was ich meine. Das ist designmäßig toll gemacht, noch mit viel Chrom. Sensationell schönes Auto. Warum ist das Auto so schön? Zur Technik sage ich gleich noch ein bisschen was, wenn wir in die Motorgeschichten und so weiter uns nochmal anschauen. Warum ist das Auto so schön? Das Auto kommt tatsächlich ursprünglich aus erster Hand. Und der Vorbesitzer hat dieses Auto für seine Enkelin wieder herrichten wollen, um ihr das Auto dann vor die Tür zu stellen, damit sie ein Auto hat, mit dem sie zur Schule fahren kann. Hat das Auto also komplett zerlegt, was ungewöhnlich ist für amerikanische Restaurationen, komplett entlackt und wieder neu lackmäßig aufgebaut, sodass auch heute noch im Originallack, im Originalfarbton so schön dasteht. Die Enkelin hatte allerdings etwas andere Pläne. Ihr gefiel solch ein Auto nicht unbedingt, um damit zur Highschool zu fahren. Sie hatte sich da eher so einen Jeep vorgestellt, den sie dann vermutlich auch bekommen hat. Und deswegen hatten wir die außergewöhnliche Chance, dieses Auto kaufen zu können. Ja, da wir eh schon am Innenraum angekommen sind, würde ich euch dann gerne auch ein bisschen näher zeigen, um euch auch einen Eindruck zu vermitteln, wie solch ein Auto auch von innen noch toll aussehen kann. Wenn man sich vorstellt, dass dieser Buick schon 54 Jahre alt ist und immer noch so aussieht, dann finde ich das unglaublich. Wir haben hier keinerlei Risse im Armaturenbrett. Die Polster sind weder verschlissen noch großartig verdreckt. Der Teppich ist in einem sehr, sehr sauberen Zustand. Das Gleiche gilt für den Dachhimmel. Da hängt nichts, da ist nichts gerissen. Die Ausrichtung, Einrichtung, Ausstattung, so heißt es. Ausstattung ist bei diesem Auto relativ simpel. Wir haben Automatikgetriebe, gehört sich so für meine Begriffe. Wir haben Licht, wir haben Scheibenwischer, wir haben eine Heizung und leider Gottes ein modernes Radio. Das gibt es aber noch im Original im Kofferraum, sodass man das wieder umrüsten kann. Ich bin da kein großer Freund von, ein modernes Radio in einen schönen Klassiker einzubauen. Man sitzt hier saubequem, das ist echt gemütlich. Platz ausreichend. Wie ihr seht, die Sitzbank vorne ist für drei Personen zulässig. Es gibt zumindest auch drei Gurte, genauso wie hinten. Das heißt, selbst mit der etwas größeren Familie, mit sechs Personen,
habe ich hier ausreichend Platz. Und dennoch, wie vorhin schon gesagt, von den äußeren Dimensionen nicht so gewaltig, sodass ein Auto sehr überschaubar ist, sich sehr gut fahren lässt. Das, glaube ich, macht ein Stück weit den Reiz aus. Wir schauen jetzt mal in den Kofferraum. Weil auch da werdet ihr sehen, dass der Kofferraum so dimensioniert ist, dass eine Urlaubsfahrt oder das große Gepäck am Wochenende hier locker verstaut werden kann. Ihr seht, wir haben hier noch von den Original-Stahlfelgen die Original-Radkappen, Zieltkappen. Wir haben das eben erwähnte originale Radio, was ich, wenn es mein Auto wäre, dort wieder einrüsten würde. Und wir haben hier auch noch die Teppichmatten. Wesentlich bei dem Auto, der äußere Schein ist das eine. Was aber ganz wichtig ist, und das gilt eigentlich für alle Autos, wenn ihr euch sowas anguckt, insbesondere Amerikaner, dass man wirklich mal auch hier in die Ecken schaut und schaut, ob es da irgendwelche Roststellen gibt oder gar Durchrostungen gibt. Das ist bei dem Auto definitiv überhaupt nicht. Der gesamte Unterboden ist genauso solid, wie hier der Kofferraum zu sehen ist. Wir haben null Rost, weder an der Karosserie noch im Unterboden. Und das sind so die Basics, die solch ein Auto, wenn man schon so viel Geld in die Hand nimmt, um sich solch ein Hobby zu gönnen, doch erfüllt haben möchte. An wem dann dieser ausreichende Raum immer noch nicht ausreichen sollte, haben wir eine Besonderheit. Für dieses Auto gibt es nämlich einen Dachgepäckträger. Das heißt, diese Autos sind ja nun ein bisschen breiter als moderne Autos. Vorsichtig, dass hier nichts verkratzt. So, ich lege das jetzt nur mal provisorisch auf. Dazu gibt es natürlich einen zweiten Träger, sodass man halt auch Skigepäck damit transportieren kann. Die Dachbox für das große Gepäck im Urlaub, alles lässt sich damit machen. Das heißt, 6 Personen, Kofferraum voll, Dachgepäckträger und es kann losgehen. Ist das nicht sensationell? Haben wir in der Form bisher auch noch nicht gehabt. Und jetzt wollte ganz bestimmt auch mal sehen, wie sieht es denn unter der Motorhaube aus. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Und was sehen wir? Einen wunderschönen, komplett originalen Matching Numbers V8 Motor mit 350 Cubic Inch, so wie es auch auf dem Luftfilter abzulesen ist. 350 Cubic Inch, erzähle ich euch wahrscheinlich nichts Neues, sind ca. 5,7 Liter Hubraum aus einem richtig soliden, strapazierfähigen und bei extrem zuverlässigen V8 Motor, gekoppelt mit einem TH 350 Automatikgetriebe. Läuft sowas eigentlich, nicht eigentlich, sondern es läuft sehr, sehr zuverlässig und völlig komplikationslos. Es sei denn, ist es dran rumgebastelt worden. Häufig wird dann irgendwie Elektrik verändert oder wüste Vergaserkombination montiert. Das ist nicht unbedingt immer eine Verbesserung für solch ein Auto. Hier ist alles komplett im Original und das ist auch gut so. Ich würde vorschlagen, wir lassen mal laufen, sodass ihr dann auch mal den V8-Klang genießen könnt. Ihr habt gemerkt, Schlüsseldreh, Motor springt sofort an, läuft sofort rund, seidenweich. Und wenn wir jetzt nach hinten einmal gehen, um uns das mal anzuhören, das ist immer so mein Lieblingspart an diesen Videos, weil ich selbst ein begeisterter Fan von diesem Auspuffklang bin. Ich hoffe, das kommt einigermaßen rüber im Video. Ehrlich, ich mag das total gerne. Auto läuft genauso, wie es anspringt, sehr, sehr zuverlässig. Und ich habe ja den Vergleich zu vielen, vielen anderen Autos, die ich immer wieder fahren darf. Dieses Auto fährt sich wie ein modernes Auto. Ohne Rappeln, Quietschen, Knarzen. Das macht echt Spaß, damit zu fahren. Der bremst gut, der schaltet seidenweich. Also von daher meine Empfehlung, Termin machen, zu mir kommen, Probe fahren. So, ich hoffe, ich habe euch einen ersten Eindruck zumindest vermitteln können von diesem ausgesprochen schönen Auto. Ihr merkt, ich bin wirklich begeistert von dem Auto, weil er halt so besonders ist. So besonders schön und so besonders gut auch ist. Und deswegen würde mich echt freuen, euch hier in Dortmund mal begrüßen zu dürfen. Ihr wisst, alle Informationen zu diesem Auto, zu vielen anderen Autos, zu Dienstleistungen, die wir euch bieten können, findet ihr www.uskbuddies.de, wie immer.
Aber ansonsten dürft ihr mich sehr, sehr gerne anrufen. Ich stehe für alle Fragen immer gerne zur Verfügung und insbesondere natürlich auch für eine Terminvereinbarung, sodass ihr euch das Auto mal hier live anschauen könnt, wir eine Probefahrt machen können und ich bin ganz, ganz, ganz sicher, das wird euch gefallen. Ich nutze jetzt noch die Gelegenheit, weil das Wetter ist nämlich doch tatsächlich noch besser geworden, als es eigentlich angekündigt war, mit diesem tollen Auto noch mal eine Runde zu drehen. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und hoffe, euch bald hier in Dortmund zu sehen. Macht's gut, bis dann. Ciao. Warte, geht gleich los. Geh doch mal rüber zum Proberaum.